Das Aqualand Köln befindet sich in dem Stadtteil Chorweiler und bietet eine umfassende Auswahl an Wasserrutschen, Wasserbecken und Saunen, wie aber auch Wellness- und Fitnessangebote. In diesem Video werde ich euch die gesamte Badewelt vom Aqualand genauer vorstellen und vor allem auch auf die Wasserrutschen näher eingehen. Des Weiteren gibt es ein allgemeines Fazit zum Bad und alle Infos für euren Besuch. Das Schwimmbad hat ursprünglich 1991 geöffnet und gehört zu der Kristall Bäder AG, welche ebenfalls auch das Miramar in Weinheim und das Kristall Palm Beach bei Nürnberg betreibt. Ihr könnt das Erlebnisbad per Auto erreichen, aber genauso befindet sich nur 1 Kilometer entfernt die S-Bahn-Station Chorweiler. Von dort aus könnt ihr entweder zu Fuß oder auch per Bus das Aqualand erreichen. Die Linien 120 und 121 halten direkt vom Bad, steigt hierbei einfach an der Station Merianstraße aus. Das Aqualand Köln beheimatet insgesamt 9 große Wasserrutschen, welche ihr das ganze Jahr erleben könnt. Das Schwimmbad ist Indoor, aber natürlich gibt es ebenfalls auch einen Außenbereich inklusive großer Liegewiese. Unter der großen Kuppel erwartet euch in tropischer Atmosphäre das Zentrum vom Aqualand mit einer großen Wasserlandschaft. Diese ist auf 2 Ebenen mit 2 getrennten großen Poolbereichen aufgeteilt und bietet viel Platz zum Schwimmen, aber ebenfalls auch Wassereffekte, Whirlpools und sogar eine Poolbar, also auf jeden Fall genug Möglichkeiten, um zu entspannen. In den Wintermonaten erwartet euch hier abends ebenfalls noch eine Lasershow. Im Außenbereich vom Aqualand findet ihr auch einen Schwimmungskanal und weitere Wassereffekte, wie zum Beispiel Massageliegen. Des Weiteren hat es hier auch noch ein überdachtes Sohlebecken. Im Inneren könnt ihr euch außerdem in der Meersalzgrotte oder Erlebnisgrotte entspannen oder euch natürlich auch ebenfalls im Selbstbedienungsrestaurant stärken. Hier könnt ihr mit eurem Chip-Armband oder EC-Karte bezahlen, Bargeld ist also nicht notwendig. Natürlich bekommt ihr hier alle Klassiker wie Pommes, Currywurst, Schnitzel oder Pizza, die komplette Speisekarte könnt ihr euch aber auch schon vor dem Besuch auf der Website selber anschauen. Die Himalaya-Meersalzgrotte findet ihr im ersten Untergeschoss vom Aqualand, wo man sich als Badegast für einen Aufpreis von 8 Euro bei einer Jodsohle-Kur entspannen kann. Die Erlebniskarte ist aber bereits im Preis inkludiert und umfasst unter anderem eine Textilsauna und Liegebereich in einer einzigartigen Kulisse. Im Hauptbereich des Bades unter der großen Kuppel hat es natürlich sehr viele Liegeplätze, aber ebenfalls findet ihr hier auch noch einen großen Kinderbereich für Kleinkinder, der ein Planschbecken, ein Klettergerüst inklusive Rutsche und verschiedene Wasserspeinefiguren umfasst. Für die leicht älteren Kinder gibt es seit Sommer 2023 einen neuen Bereich mit dem Rutschendschungel, welcher etwas abgetrennt von der großen Halle zu finden ist, zwischen dem Zugang zur Erlebniskort und zur Rutschenhalle. Hier gibt es aktuell 2 Wasserrutschen, welche bereits ab 4 bzw. 6 Jahren selber getestet werden können. Des Weiteren erwarten hier ein auch mehrere Wassereffekte und Klettermöglichkeiten. Bei der 17 Meter langen Breitrutsche Tiger Splash geht es gerade über eine Welle nach unten. Hier erwartet einen auch ein großer Wassereimer, der sich ab und zu über der Rutsche entleert. Auf jeden Fall mal eine coole Positionierung. Daneben startet noch die Queen Mamba. Das ist eine halboffene Körperrutsche, wo ihr euch auf der 24 Meter langen Strecke nach unten schlängelt, inklusive Kurven und Helix. Auf jeden Fall perfekt für die jüngsten Besucher, aber zum Beispiel auch die Hängebrücke ist hier auf jeden Fall ein Highlight. Der neue Rutschendschungelbereich ist auf jeden Fall eine super Erweiterung und dient als gute Zwischenstufe zwischen dem kleinen Kinderbecken und den größeren Rutschen im Hauptbereich. Also haben jetzt auch die jüngeren Besucher nochmal Möglichkeiten, was sie selber erleben können. Kommen wir jetzt zum Highlight der großen Wasserrutschenhalle vom Aqualand Köln. Diese schließt direkt in das Erlebnisbad an und dient ebenfalls auch als Zugang zum Außenbereich. Hier erwarten euch insgesamt 7 verschiedene Rutschen. Während 2 davon erst ab 10 Jahren selber gerutscht werden dürfen, sind 2 andere davon bereits auch schon ab 6 Jahren selber zu erleben. Hier wurde wirklich jeder Platz ausgenutzt und die ganze Halle ist mittlerweile nur noch ein reines Wirrwarr an Rutschen. Sieht aber, finde ich, echt gut aus. Vor allem der Looping mit dem Boomerang davor ergibt einfach ein ikonisches Fotomotiv. Überall wurden ebenfalls Felsen in die niedrigeren Bereiche eingegliedert,
wodurch auch der Wildwasserfluss und der Aquaracer führen. Mir hatte das am Piano definitiv sehr auf und ist gelungen. Starten wir jetzt zunächst mit den Reifenrutschen und kommen als allererstes zu Aquaconda. Dabei handelt es sich um einen Masterblaster, also eine Röhrenrutsche, welche ihr mit Reifen berutschen könnt und wo es mit Wasserdüsen zweimal bergauf geht. Die mit 150 Metern sehr lange Rutsche könnt ihr beim Alter von 10 Jahren selber leben. Aquaconda hat auch einen eigenen Treppenaufstieg, der sich direkt links befindet. Dort könnt ihr euch ebenfalls unten einen Reifen holen und dann geht es einmal nach oben, wo der Start von der Rutsche ist. Dieser schlängelt sich zunächst durch den Innenbereich, das ist auch die erste Aufwärtspassage, und dann noch etwas weiterer Strecke geht es dann außen, aber ebenfalls komplett übertunnelt in den zweiten Aufwärtsbereich, bevor ihr dann auch noch etwas weiteren Rutschen aus dem Auslauf kommt. Und das Ganze ist auf jeden Fall eine sehr besondere Rutsche. Ein Masterblaster, also eine Wasserrutsche mit Aufwärtspassagen, trifft man in Deutschland nicht so häufig an, was sich sehr lohnt zu testen. Die andere Reifenrutsche vom Aqualand ist der Boomerang. Hier geht es, wie der Name schon sagt, auf einen Boomerang als auf eine Halfpipe. Die Rutsche startet zunächst in einem schönen Steindrop und dann folgt direkt schon die Halfpipe, wo er einmal nach oben pendelt, bevor es über einen kleinen Hügel zum Auslaufbecken geht. Das ganze Erlebnis ist auf jeden Fall relativ kurz, aber auf jeden Fall trotzdem mal was anderes. Der Boomerang sieht echt gut aus und ihr habt sogar, wenn ihr über diesen kleinen Hügel rutscht nach der Halfpipe, ein bisschen Airtime, wo ihr ein bisschen abhebt, was echt eine Menge Spaß macht. Die Reifen hier haben leider keine Griffe, deswegen auf jeden Fall gut festhalten, aber lohnt sich hier auf jeden Fall mitzunehmen und könnt ihr ab 8 Jahren selber testen. Das waren jetzt die Reifenrutschen vom Aqualand, kommen jetzt als nächstes zu den Bodyslides und beginnen hier mit Aqua Canyon. Das Ganze ist ein 103 Meter langer Wildwasserfluss, welchen ihr ab 8 Jahren selber erleben könnt. Und hier haben sich früher zwei andere Rutschen befunden, zwei Crazy River mit Reifen, und diese wurden durch den Aqua Racer und auch durch den Aqua Canyon ersetzt. Und ich muss sagen, die beiden neueren hier sind deutlich besser. Beim Aqua Canyon geht es durch die Felslandschaft, durch die Canyonlandschaft, das heißt von der Lage her schon mal sehr besonders. Mit 100 Metern auch eine gute Länge, und die Besonderheit bei einer Wildwasserflussrutsche ist einfach, dass deutlich mehr Wasser durch die Röhre fließt im Vergleich zu einer normalen Wasserrutsche. Und dadurch werdet ihr auf jeden Fall schön durch die Kurven gezogen von den Wassermassen. Auch wenn ihr nicht besonders schnell seid, ist es auf jeden Fall schon etwas extremer und macht einfach eine Menge Spaß. Für das Rutschenmodell auf jeden Fall auch allgemein guter Höhenunterschied. Und dann schlängelt ihr euch einmal durch die ganzen Felsen durch, geht auch gerne mal kurz auf Tauchstation. Aber dadurch, dass die Seitenwände im Vergleich zu älteren Anlagen auch etwas abgerundet sind, ist das Ganze noch sehr angenehm und ihr schlagt jetzt nicht überall komplett gegen. Der Aqua Canyon macht auf jeden Fall auch sehr Spaß, öfters zu rutschen, hat einfach viel Wiederholungspotenzial und auch eine relativ gute Kapazität, dass man nie zu lange warten muss, und auf jeden Fall auch eine echt tolle Rutsche. Machen wir weiter mit der ebenfalls neuesten Rutsche in dem Bereich von der Halle, und zwar den Aqua Racer, und das ist eine duellierende Bodyslide. Das heißt, ihr habt zwei Spuren nebeneinander und könnt euch über die 82 Meter lange Strecke duellieren. Das Ganze ist bereits auch schon ab einem Alter von 6 Jahren freigegeben, können also auch schon die kleineren Kinder mitnehmen. Und die Besonderheit ist natürlich, dass ihr hier gegen Familie oder Freunde gleichzeitig rutschen könnt, wer zuerst unten im Auslauf ist. Und ebenfalls gibt es da auch eine Zeitmessung, also könnt ihr versuchen, euren eigenen Rekord zu überbieten. Und vor allem dadurch macht die ganze Rutsche auch nochmal mehr Spaß, öfters zu testen. Und ich finde auch, wenn man die richtige Körperhaltung hat, die richtige Rutschtechnik, kann man auch echt gute Geschwindigkeiten erreichen. Aber natürlich kann man das Ganze auch langsam erleben, wenn man keine Dreipunkttechnik nutzt. Und dann ist es auch eine schöne Familienrutsche, welche wirklich einfach jeden Spaß macht und war auf jeden Fall eine tolle Ergänzung zum Portfolio vom Aqualand. Kommen wir zur ikonischsten Rutsche vom Aqualand, und zwar dem Looping. Und das Ganze ist auch eine Bodyslide, welche einen Katapultstart mit Fallklappe besitzt, und daraufhin folgt dann ein schräg gestellter Looping. War die allererste Indoor-Looping-Rutsche, die es auf der Welt gab, und ebenfalls auch die erste Looping-Wasserrutsche in Deutschland mit Katapultstart. Deswegen damals, wo sie eröffnet hat, war das hier auf jeden Fall eine Besonderheit. Mittlerweile gibt es natürlich deutlich höhere Anlagen mit Katapultstart und auch Doppel-Loopings und so weiter, aber trotzdem auch immer noch eine sehr spaßige Rutsche und definitiv das fülligste, was ihr im Aqualand selber erleben könnt. Die Looping-Rutsche ist 53 Meter lang und ihr habt die ganze Zeit so eine hohe Geschwindigkeit, dass das Erlebnis nur wenige Sekunden dauert. Ihr müsst über 10 Jahre alt sein und mindestens 40 Kilo wiegen und maximal 130, um diese Rutsche erleben zu dürfen. Natürlich geht es zunächst einmal zum Start der Rutsche die Treppe nach oben, und dort erwartet euch ein Mitarbeiter, der die Rutsche bedient und euch ebenfalls einweist. Wenn der Vorausrutschende das Landebecken verlassen hat, werdet ihr dann in den Fallstart gelassen auf diese Fallklappe, und dann mit dem Countdown geht es nach unten. Das Ganze ist mit Sensoren ausgestattet, das heißt, erst wenn die Person vorher aus der Rutsche raus ist, könnt ihr starten.
Falls ihr den Looping nicht schaffen solltet, gibt es am tiefsten Punkt einmal eine Ausstiegsklappe, wo ich einen Mitarbeiter dann rauslässt und in der Zeit kann natürlich auch kein weiterer starten. Das Ganze ist also mit vielen Systemen komplett abgesichert, dass hier nichts passieren kann. Und die Rutsche macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Der Katapultstart mit der Fallklappe zu Beginn ist immer was Besonderes, wenn ihr einfach nur gegen den Boden rauscht. Und dann bis zum Ende eine gute Geschwindigkeit. Ihr merkt sogar kaum, dass ihr bergauf rutscht. Ihr werdet nur etwas langsamer, bevor es dann durch den kompletten Looping wieder nach unten geht und ihr zum Auslauf kommt. Aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen zu testen. Ist was Besonderes und ohne Zweifel eins der Highlights vom Aqualand. Kommen wir jetzt den letzten beiden Rutschen zu Red Star und Space Typhoon. Diese starten etwas getrennt und führen im Gegensatz zum Rest komplett Outdoor, könnt ihr ebenfalls von der Straße draußen auch schon sehen. Starten wir zunächst mit Red Star. Diese Röhrenrutsche ist 110 Meter lang und hier geht es durch mehrere Kurven, Helixe, Jumps nach unten bis zum Ende. Und eine Besonderheit von Red Star ist direkt einmal zu Beginn das Fake-Start-Element. Das kommt auf jeden Fall hier gut zur Geltung. Aber sonst auch mit 110 Metern gute Länge, könnt ihr normal mit langsamem Tempo erleben, aber mit der richtigen Rutschtechnik baut ihr auf jeden Fall eine gute Geschwindigkeit auf und dann machen die Richtungswechsel und kleinen Jumps immer mehr Spaß. Also auf jeden Fall schon underrated und bekommt auch immer deutlich weniger Wartezeit im Vergleich zu der Rutsche nebenan, und zwar Space Typhoon. Und das Ganze ist eine Trichterrutsche. Zunächst geht es erstmal ein Stück durch die Röhre, hier hat es ebenfalls einen echt coolen Lichteffekt. Und dann folgt der große Trichter, wo ihr mehrere Runden dreht, bevor es in das Anschlussröhrenstück weitergeht zum Auslauf. Trichterrutschen sind auf jeden Fall immer ein Highlight. Es ist eine coole Sache zu probieren, so viele Runden wie möglich zu schaffen. Und die Einfahrt in den Trichter ist hier im Vergleich zu anderen Rutschen des Modells auf jeden Fall nicht optimal gelöst, aber trotzdem noch angenehm. Und es macht einfach eine Menge Spaß, diese Runden zu drehen, also auf jeden Fall auch mitnehmen. Die Wasserrutschenauswahl vom Aqualand Köln ist auf jeden Fall sehr umfangreich und bietet eine tolle Abwechslung. Es wurde in sehr viele verschiedene Typen investiert, wodurch es ohne Zweifel eine Menge Diversität im Lineup gibt. Wildwasserfluss, Looping, Boomerang, Trichter und so weiter. Hier ist für jeden etwas dabei und langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Zusammen mit dem Aquamarkis Plettenberg im Sauerland ohne Zweifel die besten Wasserrutschen in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit den verschiedenen Becken im Innen- und Außenbereich gibt es aber natürlich auch außerhalb der Rutschen viel zu erleben und es lässt sich hier ohne Probleme einen ganzen Tag verbringen. Der Umkleidebereich vom Aqualand ist sehr modern und einladend. Hier findet ihr Schließfächer und Umkleiden, wie natürlich auch die Duschen, bevor ihr das Bad betretet. Bei meinem Besuch war es auch sehr sauber. Neben der gerade vorgestellten Badewelt gibt es ebenfalls die Saunawelt mit Innen- und Außenbereich, die Wellness-Oase mit verschiedenen Massageangeboten, das Fitnessstudio und auch die Physiotherapie. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Internetseite vom Aqualand. Die Badewelt öffnet täglich um 9 Uhr oder 9.30 Uhr und schließt um 23 Uhr bzw. an Freitagen und Samstagen sogar erst um Mitternacht. Die Wasserrutschen öffnen eine halbe Stunde nach der offiziellen Öffnung und ihr könnt diese bis eine Stunde Verschluss nutzen. Eine Tageskarte kostet aktuell für Erwachsene 26,90 Euro und für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren 18,90 Euro. Ebenfalls gibt es aber auch 2 Stunden, 4 Stunden und Spättarife. Schaut vor eurem Besuch auf jeden Fall nochmal auf der Internetseite vom Aqualand vorbei, um euch über die aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreise zu informieren. Hier könnt ihr auch per Ampelsystem direkt sehen, wie stark das Bad gerade ausgelastet ist. Natürlich lohnt es sich am meisten, das Schwimmbad direkt zur Öffnung oder in den Abendstunden zu besuchen, wo der Andrang in der Regel etwas geringer ist. Die Ferien und Wochenenden sind natürlich meistens auch immer voller als unter der Woche. Bei den Wasserrutschen bekommen Aquaconda und Space Typhoon mit die meisten Wartezeiten. Deswegen solltet ihr diese am besten direkt frühzeitig rutschen. Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, das Aqualand Köln zu besuchen. Die Auswahl an Wasserbecken ist gut und vor allem die Wasserrutschen überzeugen. In der näheren Umgebung gibt es kein anderes Schwimmbad, was einen annähernd so gute Rutschenauswahl hat. Das nächstgelegene wäre dann wahrscheinlich das 1,5 Stunden entfernte Aquamarkis im Plettenberg. Aber wenn die Entspannung im Vordergrund steht, gibt es ebenfalls zum Beispiel auch die Thermoiskirchen, welche sich 40 Minuten entfernt befindet. Durch die zentrale Lage unweit von Köln lohnt sich ohne Zweifel ein Besuch für alle NRWler, aber auch eine etwas weitere Anreise dürfte empfehlenswert sein. Durch die langen Öffnungszeiten kann man das Aqualand natürlich auch super mit anderen Aktivitäten in der Region kombinieren. Wenn es euch sonst gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!